Freunde, willkommen wieder bei Felix Beats Gamer. Willkommen wieder bei Felix Beats Gamer und heute geht's weiter mit Dying Light. Wollen wir mal beginnen? Letzte Folge waren wir beim Quartiermeister. Lassen Sie sich. Und Dr. Zero. Das machen wir dann gleich mal. Laufen wir da mal hin. Nö. Mach die Scheiß Tür auf, du Affe. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Sag's dir jetzt. Wir sind draußen. Jetzt geht's los, Leute. Wunderschön hier, oder? Guck dir nochmal die Gegend an. Erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Sollte für mich, ehemaligen Dying Light Profi, eigentlich gar kein Problem sein. Na gut, ich verkack's doch schon offensichtlicher, als ich dachte. Komm schon. Yes, we can, Alter. Ach, ich bin schon zu weit gelaufen. Wo muss ich denn hin? Woran hält er sich da bitte? Ach so, geil. Ach ja, stimmt, ich weiß, was er noch vorher macht, bevor wir zum Arzt laufen. Stimmt, da war ja was. Ab und zu sollte man doch ein bisschen Karte beobachten, aber jetzt seht ihr ungefähr, worum es eigentlich geht im Spiel. Hallo, Freunde, alles klar? Ja, ich habe gerade keine Zeit mehr, euch zu spielen, tut mir leid. Bleib beim nächsten Mal. Ach, da gibt's nichts, woran wir uns festhalten können, richtig? Aber hier kommen wir hoch, genau. Einmal ganz nach oben, bitte. Ich hab jetzt auch gar nicht auf die Uhr geachtet. Gar nicht, oh meine Güte. Ein Augenblick, die Uhrzeit 10.55 Uhr, alles klar. Ist mir egal, komm, wir klopfen hier einfach mal. Kann er da? Komm, gehen wir einfach rein. Jawohl, Chef. Gehen wir. Jetzt sind wir wieder draußen. Rahim, Sia hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zeras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Bevor ich abhaue, sollte ich hier nochmal hingehen. Hey Spike. Hey, na mein Freund. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc.
Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Jawohl, Chefe. Jawohl, Chefe. Böller, 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 Böller. Auf seinen Tisch, ne? Wo sind die? Auf seinen Tisch, ne? Warte, ich bin auch ein bisschen blöd. Warte mal, wieder ein bisschen blöd. Oh, gehen wir mal. Oh, gehen wir mal. Hier kommt nur eine kurze Erklärung. Hier kommt nur eine kurze Erklärung. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Und könnt ihr euch gerne durchlesen. Und jetzt setze ich einen. Übersprung. Hier könnt ihr das. Ja, übersprungen. Hier könnt ihr das da auch nochmal durchlesen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So. Bringen wir uns mal zum Wegpunkt hin. Jetzt auf wilde Zombie-Prügelei, also mit wilde Zombie-Prügelei gerechnet hat, müssen wir leider enttäuschen. Fährt niemals. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich werde mich jetzt hier nicht sinnlos mit Zombies prügeln. Da habe ich gar keinen Turn drauf, ehrlich gesagt. Einfach aus dem Grunde, weil ich muss mein Leben hier nicht gefährden, bevor ich die richtigen Techniken drauf habe, um Zombies richtig platt zu machen. Natürlich könnte ich sie auch jetzt platt machen, aber warum sollte man sein Leben gefährden? Nichts und wieder nichts. Ich weiß, das macht die Sachen ein bisschen unspektakulärer. Ups, das war dumm. Das war richtig dumm. Ups, das war dumm. Das war richtig dumm. Aber so komme ich hier raus. Aber so komme ich hier raus. Bingo. Yeah. So, Bingo. Dann gehen wir mal nach da hinten und gucken, so, dann gehen wir mal nach da hinten und gucken mal, wer da hinten so ist. Jump and one. So, hier muss ich hin. So, und hier gibt's Probleme, hat sie gesagt, ja? Na, das war's wohl mit dem One-Hit-One-Never. Dass hier noch ein paar rumlaufen. Ein bisschen umsinnig, dass hier noch ein paar rumlaufen. Der ist down. Na, kleines? Stress? Ups, das war dumm. So, das holen wir die alte mal. $15, wow. Ich bin richtig reich jetzt. Nochmal $7, 21 sind sie insgesamt. Hast du noch was drin oder was? Ich aber gar nicht. Hell. Oh, jetzt wird's hell. Ach Mist. Hier können wir so ein paar Gegenstände einsammeln. Die wir später modifizieren und ein bisschen zum Verkloppen benutzen können. Ich denke mal, dieses Spiel kommt dem neuen Spiel Days Gone, das demnächst rauskommt. Das demnächst rauskommt, auf jeden Fall am nächsten. Bloß, dass bei Days Gone halt mehr Zombie-Massen gibt. Und er telefoniert wieder. Guck mal, sie geht ein bisschen an, solange kann ich mich leider nicht bewegen. Sekundärziel hinzugefügt.
Jawohl, Chef. Ich ist genau vor mir. Schön. Schön ist es nicht. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Autospike. Du hast da noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Wenn ich jetzt eine anfasse, ne, kriegt alle eins aufs Maul. Mach auf. Wow. Ja, erzähl mir mal was Neues. Arschloch. Hey, kein Leben verloren. Hätte ich jetzt gedacht. Komm schon, hoch da. Ach, das ist eine Leiter, sehr schön. Leiter. Auf zu Leiter. Komm schon, stell dich nicht so an. Toll, da fehlt dir die Hälfte. Ach so, okay, komm doch hoch. Unwendigkeitspunkte erhalten. Eine Wendigkeitsstufe, hier kann man dann Fähigkeiten freischalten, sobald man eine neue Stufe hat. Überlebensrang habe ich auch einen neuen. Hier gibt es dann halt, wie das hier Starter Kit, lernen Sie als Überlebende elementare Dinge herzustellen. Dietriche Böller, einfache Wurfsterne und Molotov Cocktails. Lernen wir denn hier mit herzustellen, wenn ich das jetzt anklicke. Und beim anderen, die Wendigkeit ist genau dasselbe, bloß dass wir hier halt jetzt ausweichen können, indem wir ganz schnell R1 drücken, also damit, womit man normalerweise springt, weicht man dann halt aus und muss dazu nur noch die Richtungstaste drücken. Gut, hätten wir das auch erledigt, gehen wir nun aber auch zum nächsten Punkt hier auf der Karte, mal gucken. Ein Sprung von hier oben wäre nicht gerade klug. Ich hab gesagt, du sollst sie fallen lassen. Gut. Da müssen wir hin, genau. Sehr gut, der Junge. Das Problem ist, wenn ich von zu weit oben auf dieses Dach hier stürze, bricht so eine Pro ein. Ich kenne das Spiel schon. Ach so, hier müssen wir hin. Gute Umschreibung. Bisschen Alkohol, tut gut. So, dann machen wir mal die nächsten Lampen scharf. Die nächste ist ja auch gleich. Wieso gibt mein PC? Gerade kein Signal mehr gehabt aus irgendwelchen Gründen, aber das ist der scheiß Bildschirm. Wie heißt das? Bildschirmschoner-Einstellung. Ach, unter mir. Das ist natürlich ein wunderbarer Ort. Wenn ich mich hier oben befinde, fallt ihr auf den Dächern. Arschloch. Das kriegen wir hin. Wir sind ja nicht von gestern, ne, Leute? Leute, wie geht's euch eigentlich? Schreibt's mal in die Kommentare. Erzählt mal, was ihr euch wünschen würdet, ob ich mehr Zombies verprügeln soll oder nicht. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen zusammen interagieren können, also uns mal so ein bisschen unterhalten können. Das wäre auf jeden Fall saugeil. Demnächst sollte auch mein neues Internetnetzwerk, also mein neuer Router kommen, sagen wir es direkt so. Dann können wir auch mal einen Livestream machen, wo wir uns miteinander ein bisschen unterhalten und ihr könnt mir sagen, was ich genau machen soll, was ihr gerne sehen würdet. Jetzt versuche ich erstmal dazu, der scheiß Lampe zu kommen.
Also einfach Bescheid sagen, ob ihr wollt, dass, also einfach Bescheid sagen, ob ihr wollt, dass ich in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr mit den Zombies prügel. Oder was ihr euch allgemein wünschen würdet. Einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte auch auf jeden einzelnen Kommentareintrag. Bin ich gerade einfach zu blöd, um da hochzukommen? Scheinbar ja. Scheinbar ja. Da komme ich nicht hoch. Oder komme ich da hoch? Dach aus wäre es natürlich leichter, Dach aus wäre es natürlich leichter, darüber zu kommen. Ja, ich weiß, es wird gleich dunkel. Und ich bin drüben, sehr schön. Und ich bin drüben, sehr schön. So. Und aus komme ich darüber, das ist noch besser. Ja, hier ist natürlich ein Loch, natürlich ist hier ein Loch. Weil ich da ja gerade nicht rein will. Von dann darüber. Halt dich fest, komm hoch da, genau, braver Junge. So. Und das ist der Chef Kasten und den machen wir jetzt auch noch fertig. Hahaha. Geschafft. Die zu hinten, ja? Alles klar. Die zu hinten, ja? Alles klar. Out, das war dumm. Ja, du bist ein großer, dicker. Ja, gut, dicke ist er nicht. Aber ein großer, starker, ein bisschen hungernder Zombie. Komm hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Ach, da ist ja noch einer. Gut, dann hätten wir alle an, ne? Oh, das Stromnetzwerk ist überlastet. Mist, Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Ach, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Gut, bewegen wir uns ja jetzt auch noch hin. Ich beobachte ein bisschen nebenbei die Uhr, weil ich will das Ganze hier jetzt nicht unbedingt überziehen, weil das Video muss auch noch geschnitten und hochgeladen werden. Oh, hier soll es dicht, aber... Klebeband gefunden. Schön, Klebeband gefunden. Und was haben wir da drüben? Dietrich, liebe Dietrich. Und nein, ich werde in diesem Spiel keinen Duplication-Glitch machen. Außer ihr wollt, da schreibt es in die Kommentare, ob ich ein bisschen was duplizieren soll. Einfach nur, damit ich zum Beispiel nachher 100 Dietrich habe oder so. Oder damit ihr das nochmal sehen könnt, dass das wirklich funktioniert mit dem Duplication-Glitch. Dann werde ich auch am Ende meines Videos nochmal verlinken. Oh ja, das hasse ich. Oh Mann. Das Problem ist, ich weiß ganz genau, was hier jetzt gleich kommt. Das ist Papa Bär. Und ich hasse Papa Bär. Ja, ich mag dich nicht. Na komm. Muss dafür sorgen, dass er genau hier hinschlägt. Macht aber nicht, voll Idiot. Oh, es hat ihn nicht erwischt. Verdammt. Ja, was machen wir jetzt? Erstmal taktischer Rückzug, oder was? Was haben wir denn hier? Ja, eine Kiste. Und dafür braucht man Dietrich. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich einen Glitch nochmal zeige, gerne in die Kommentare schreiben oder so viele Likes wie möglich da lassen, dann glitche ich vielleicht sogar. Dann zeige ich heute nochmal, wie der ganze Glitch funktioniert. Den könnt ihr sowohl beim normalen Spiel als auch bei The Following einsetzen. Ignoriere mich mal bitte kurz. Oh, hier lebt ja noch einer. Untersuchen. Und ab durch die Lücke. Ducken und ab durch die Lücke. Ab durch die Mitte. Lass den Großmaler spielen. Normalerweise töte ich ihn vorher, aber er hat ja gesehen, also so gut war es jetzt gerade nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe auch gerade total vergessen, wie man seine Taschenlampe aktiviert. Ich hasse sowas. Ah! Ich hab's geschafft, Leute. Irgendwo hier ist ein Stromkasten, das weiß ich. Den muss ich finden. Stromkasten, da ist er.
So, dann rechnen wir mal fix auf. So, dann rechnen wir mal fix auf 4. Und Action. Und Action. Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Ja, ist auf jeden Fall extrem dunkel. Und ja, ist auf jeden Fall extrem dunkel und gleich kommen die Viecher. Ja, vor dem, mit dem man lieber nicht spielen sollte. Ja, vor dem, mit dem man lieber nicht spielen sollte, sagen wir es so. Ich glaube, jetzt zerstört man Dietrich, wa? Falls du willst, ich kann neue herstellen, aber. Schön wäre es trotzdem Profi nicht. Ich bin Profi im Knacken, ich krieg alles geknackt. Ich habe sogar sehr schwere Kisten schon mal mehrstes Mal geknackt. Also, es sollte für mich ja kein Problem sein. Inventar voll. Das ist auch kein Problem. Wir haben nämlich hier eine Stange, die sowieso schon so gut wie Schrott ist. Ich meine, ich könnte sie noch reparieren, aber es ist eine Stange. Also zerlegen wir das ganze gute Stück mal. Dann haben wir Metall und das benutzen wir dann gleich auch noch, um Dietrich herzustellen, weil dafür haben wir genug Material. Und dann habe ich noch ein paar mehr Dietrich hier in der Tasche und kann natürlich so mehr Kisten aufmachen. Und habe jetzt eine neue Waffe und jetzt öffnen wir ganze Schichthose hier und verpissern uns erstmal. So, jetzt begeben wir uns noch fix zum Unterschlupf. Oh, es ist schon Nacht. Scheiße. Oh, bitte lass die Albträume noch nie unterwegs sein. Ach, rutschen kann ich noch nicht. Rauf da, ich brauch mich nicht an den Beinen rumknabbern lassen. Nein, das habe ich nicht nötig. So, wir begeben uns jetzt auf jeden Fall zum Unterschlupf und dann war es auch schon wieder mit der Folge. Wie gesagt, es muss noch geschnitten und hochgeladen werden. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr über einen Like freuen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir alle durch, antworte ja auf alle, auf die man antworten kann, auf jeden Fall. Und ansonsten Abo-Button will ich euch auch da noch einblenden. Den könnt ihr gerne abonnieren, würde mich riesig freuen. Also dann habt ihr auf jeden Fall einen Freund mehr. Und ja, soll man so zu sagen, ich bin noch nicht ganz da, aber wird es wohl gleich sein. Ich hange mich hier in einem Haus rum und weiß gar nicht, ob ich hier oben irgendwo rauskomme wieder. Ich guck mir das Ganze einfach mal an. Verschlossene Tür. Finde ich sowieso so lustig. Er kann hier einfach auftreten mit seiner fiktiven Stärke, die er besitzt. Alter, wo kommst du denn auf einmal her? So suchen wir die Alte auch noch. Weil ihr die ein bisschen mehr Action haben wollten. Da habt ihr sie. Oh, nein. Wow, ab zum Unterschlupf. Scheiß auf alle, scheiß auf jeden, ich geh zum Unterschlupf. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal, weil ich hasse es in der Endcut. Ja, mich zu verabschieden. Ein falscher Schnitt gesetzt und die Endcut hört sich einfach dumm an. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis denn, Leute. Und ich gehe jetzt ins Bett. Grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein?